Wir haben den Odyssey O-Works Red Putter mit der legendären Nummer 7. Das Design ist mit Sicherheit vielen bekannt. Man erkennt die zwei Linien nach hinten raus und die drei Punkte, die, wenn man den Putter hinter einen Ball stellen würde und eine Puttbewegung ausführt, kann man diese drei Punkte immer gut im Blick behalten und man erkennt, wo der Ball hinrollen soll. Besonders gut gefällt mir bei diesem Putter eben dieses matte, aber doch sehr starke Rot. Und es bildet natürlich einen super Kontrast zu den hoffentlich grünen Grüns. Und eine weitere Besonderheit bei dem Putter ist eben die Schlagfläche. Es wurde die White Hot Schlagfläche, die sieht man jetzt nicht, die ist eben hinter diesen Zähnchen, wurde verwendet. Die ist sehr beliebt bei Tourspielern, bei Amateuren und hat schon ganz lange funktioniert bei Callaway bzw. Odyssey, der Putter-Marke. Und wenn man sich jetzt nochmal hier diese Zähnchen anguckt, die sind aus Metall und diese nennt sich Micro-Hinge-Technologie. Und dadurch soll der Ball eben viel schneller starten. Und das wollen wir euch.